Zeit, den Boss hier zu machen in Gastur Welt 4, The Ritual Machine. Die Ritualmaschine? Was wird denn hier für ein Ritual gemacht? Das wirkt mir alles ein bisschen verdächtig. Das sollte sich mal unser Froschmädchen genauer anschauen mit ihrer Fliege. So eine Fliege auf, Freunde. Hey, pass auf! Es sieht aus, als würde General Fluff seine Tricks hier spielen. Also pass gut auf. Okay, ich weiß noch nicht, wer dieser General Fluff ist, aber ich werde aufpassen beim nächsten Mal. Soll ich dir springen oder auch nicht? Geht das nicht? Soll ich da direkt einen Double Jump machen oder? Moment. Also das geht ja. Doch, jetzt geht's. Okay, ich glaube, der hat einfach diese komische Wand hier anvisiert. Diese ja, schwarz-gelbe, sag ich mal. Und deshalb hat es nicht geklappt. Boah, aber schaut mal, 700 Münzen? Für ein Boss-Level? Also ist das nochmal so ein riesiges Level vor dem Boss oder was? Was tun für einer? Ah, wenn man auf den drauf springt, dann braucht er ein bisschen und dann explodiert der. Das ist crazy. Oh mein Gott, rüber. Schnell rüber. Schau diese Zeichen. Die haben wir letztes Mal bei diesem One-Up. Nicht One-Up, bei dem Health-Up gesehen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Runter? Nee, dann gehe ich auf gar keinen Fall runter. Auf gar. Okay, ich gehe runter. Auf die Knie. Oh, boing. Speedrun hier komplett durch. Das ist schon mal gute Übung. Für weil ich das Level dann wirklich speedrun muss. Ja, aber jetzt erstmal schnell rüber. Was habe ich hier verpasst? Also, wofür bin ich hier gestorben? Für die Notiz. Ja, okay, und ein bisschen Geld. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe ja ein bisschen Geld bekommen. Ein wenig Monetchen. Oder ist hier was? Nee, das ist auch so, das ist so dieser Wireframe-Boden, okay. Hä? Warte mal. Zack. Zack. Nee. Oh, ernsthaft, da gab's keinen Checkpoint. Oh, es ist nervig. Oh, komm schon. Spiel, habt ihr da wirklich keinen Checkpoint gemacht? Was soll denn das? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Kreuz und quer hier. Boing. Oh, okay, dann halt nicht. Na. So, ja. Nein. Warum? Das war's erneut. Wo lang? Ich sehe halt nichts. Und wie kommen wir an die anderen Münzen ran? Ah, du rennst einfach wieder zurück, mach's nochmal. Sagt das Spiel. Aber kann ich bitte erstmal einen Checkpoint haben? Ist hier überhaupt ein Checkpoint irgendwo? Andererseits. Werde ich jetzt wirklich noch einen Checkpoint finden? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, ich muss dann nochmal lang. Oh, und ich muss so oder so nochmal lang. Ah, geil. Boing. 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 Zurückrennen. Für das Ding. Verkackt. Nochmal. Es ist gar nicht mal so schwer. Nur die Collision lässt sich manchmal nicht mehr blicken. Warum auch immer. Und ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Doch, bin ich. Aber ich behalte zumindest meinen Smaragd. Also einmal noch durch. Boing. 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 Und ich bin tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geht doch. Schön, dass wir auch mal der gleichen Meinung sind im Spiel. Und weh, ich sterbe jetzt hier noch. Na, dann gehe ich heulen, du. Dann gehe ich heulen. Oh mein Gott, das Ding geht kaputt. Das geht auch alles kaputt. Was zur Hölle? Was passiert hier? Spiel. Was war das jetzt? Hallo! Oh Mann. Weißt du, wenn du schon stirbst, dann gib mir noch zumindest die eine Vase, damit ich sie nicht die ganze Zeit nachholen muss. Weil jetzt werde ich nämlich wieder zurückgehen und erstmal wieder sterben vermutlich, weil ich den Jump verkackt habe und... Oh doch, das war wie noch. Cool. Ja, aber... Wenn, ja, jetzt passiert so ein ungeschickter Yippie! Hä, was zum... Hä?
Ich bin an der Wand! Ey, das ist nicht lustig! Jetzt muss ich das Ganze... Oh mein Gott, nein. Das ist wirklich nicht lustig. Ich komme nie wieder raus. Das bedeutet, ich muss das Level resetten. Oder warte, reset to checkpoint? Warte, 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 warte. Ah, ich behalte alles. Okay. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hätte das auf gar keinen Fall alles nochmal gemacht. Dann hätte ich nur eine Pause gemacht vom Spiel, ehrlich. 2 Monate Pause. So, Spiel, jetzt sag mir bitte, wie ich... Doch, komm, gar nicht. Cool! Okay, maybe. Kann man das auch von oben machen. Deshalb warte ich nochmal ein bisschen. Und gehe erstmal weiter. Ne, da geht's weiter, glaube ich. Das heißt, hier ist Bonusdach. Ja, richtig, hier ist Bonusdach. Warte, kann man da nicht hoch? Ich dachte, man könnte da vielleicht irgendwie hochklettern oder so. Warte mal. Oh, oh mein Gott, ich habe es eingesammelt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es eingesammelt. Okay, ist er jetzt mit dem Checkpoint? Bitte. Nein? Diese Roboter fliegen. Haben richtig starke Kraft. Ein nach dem anderen musst du sie besiegen, sonst wird es fatal. Ja. Passt schon. Oh, die machen wirklich eine Explosion. Die hat mir die Wand weggesprengt. Danke, Mann. Jo, danke, Mann. Sehr nett von dir. Jo. Ey, ein Checkpoint. Dass ich das nochmal in meinem Leben erleben darf. Diese Spiel hat Checkpoints. Crazy. Habe ich wieder vergessen. Boah, wie willst du hier alles einsammeln? Wenn du so schnell bist. Nee, sorry. Das mache ich erstmal so. Zack. Und jetzt. Das ist mir sonst zu riskant. Weil ich. Ja. Aber klar. Die Kacke sonst nicht einsammeln. Na komm. Na komm. Wee! Oh nein. Okay. Ein Moment, Freunde. Ein Moment. Ja. Okay. Hat alles geklappt. Keine Sorgen, keine Probleme. Das Level ist doch ganz nett. Das ist doch ein ganz normales Level. Gibt doch keine Probleme hier. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Sorge hatte. Mir gibt doch gar nichts. Junge, dieser massive Sound gerade einfach. Alle auf einmal explodiert. Ich musste das Spiel erstmal alles auf einmal abspielen. Oh mein Gott, ich hab den Jump geschafft. Oh mein Gott, wie hab ich den Jump geschafft? Crazy. Rüber? Rüber? Springen. Boing, boing, ich bin einfach so. Perfekt, Checkpoint! Hier sind wir also, bist du ready? Was meinst du, here we are? Das klingt jetzt so, als wären wir schon beim Endboss, das macht ja absolut keinen Sinn. Wo ist das Bonuslevel? Wait. Wieso ist hier ein Schalter? Egal, machen wir es von dem Boss. Hallo, kleine Pest! Gib jetzt auf, bärtiger Mann! Ah! Du verstehst wirklich gar nichts! Du bist in meine Falle getappt! Guck dich mal um! Das ist die Ritualmaschine! Alles wird nach meinem Plan laufen! Aber wir haben doch... wir haben doch bisher alle Embleme gesammelt! Ja, und gleichzeitig auch hier zu mir gebracht, die Idioten. Schau! Meine revolutionäre Technologie von den alten Ritualen. Lord Belzebub wird zurückkommen. Yeah! Boah. So richtige Pupa-Cutscene auf einmal. Giratina, bist du es? Nein, es ist... Roboter Belzebub? Ich bin endlich frei! Oh, Lord Belzebub, endlich! Ich bin so schön, ich find's so schön, dich wieder zu sehen. Wie gefällt dir dein neuer, dein rekonstruierter Körper? Was bist du? Verschwinde! Unwichtiger Unterling! Ja, nicht mal dankbar, dass Ganon wieder lebt. Und nun Zeit für Rache. Warst du schon beim Final Boss? Aber im Spiel stand doch irgendwie was mit 60% oder so. Was zur Hölle? Sai Belzebub heißt der. Das ist ein cooler Name. Kann ihn nicht aufsammeln. Jetzt! Der da. Hab ich getroffen? Jetzt habe ich getroffen.
Okay, also auch abwarten, bis die nicht mehr brennen. Und dann kann ich sie schnell, bevor sie explodieren, einsammeln und gegen ihn werfen. Ich hatte noch sehr viel Leben. Oh ne, ich habe schon 2 Treffer getankt. Gar nicht so gut. Was macht der? Was macht der? Laser? Warte, Steine, Steine, Steine. Was heißen die Steine? Was heißen die Steine? Gegen ihn werfen. Bam, bam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das jetzt wirklich schon eine feine Boss, Freunde? Ich bin überrascht. Also klar, wenn das jetzt wirklich das letzte Level sein sollte, dann werden wir natürlich noch heute anfangen mit Backtracking. Und alles nachholen, gefüllen natürlich. Ja, die Attacke gefällt mir. Bam, 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 bam. Oh, noch einer. Bam. Okay, schon fast bei der Hälfte. Nicht ganz, aber fast. Was ist das für eine Attacke? Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Der Belzebub-Kampf aus dem ersten Teil war ja extrem schwer. Da habe ich lange für gebraucht. Bam. Na komm. Bam. Macht jetzt die Schallwellen wieder? Ne, er macht noch mehr von den Raketen. Na, kann er ruhig machen. Das ist schön für mich. Oh, oh. Ich kann mich konzentrieren auf alles. Wow. Wow. Explodiert alles. Hier, weniger als die Hälfte. Ich bin nicht schnell, ich bin nicht schnell. Ah, was zur Hölle? Okay. 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 Nett, nett, nett. Können wir machen? Kein Problem. Raketen können wir auch gerne machen. Bam. Bam. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Immer hinten bleiben. Immer weit weg von ihm, damit man seine Attacken besser sehen kann und besser darauf reagieren kann. Schön getroffen. Nein, nein, nicht getroffen, nicht getroffen. Was soll das nicht machen? Was war das? Was war das? Hä? Ich habe ein Leben, ich habe das nicht. Das habe ich nicht fast 2. Ja, sein Ball. Der weggefallen ist, sehr gut. Okay, komm her. 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte es doch schaffen. Jetzt aber Konzentration. Was passiert jetzt? Okay. Immer hier hin, wo das ist. Aber das reicht nicht bis da ganz hinten hin. Okay. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Bam, 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 bam. Weg. Und gegen ihn werfen, gegen ihn werfen. Ich hab ein paar verschwendet. Ja, aber es hat gereicht. Oh mein Gott. First try mit einem Leben. Okay, der Boss war nicht so schwer wie im ersten Teil, aber er war trotzdem hart. Das war ein harter Kampf. Gut, dass ich das hinter mir habe. Dun, dun, dun. Tja. Doch kein Wiederbeleben, was? Yay! Süß. Dem Artstyle. Und den nehmen wir jetzt einfach mit. Tja, du baust jetzt unsere Häuser und wehe, du zückst dich auch nur 1 Zentimeter. Dann wirst du was erleben. Oh, wir wurden Freunde. Ah. Das Ende. Das war's. Okay, also warte mal. Wir wurden Freunde, weil der Belzebub ihn doch nicht mochte. Boah, da aua die Augen. Sorry, hier manchmal langsam. Ja, mein Fazit jetzt schon mal. Nettes Game. Ehrlich gesagt, ich weiß, ich habe gesagt, es kann ruhig ein bisschen kürzer sein. Aber sagen wir mal, das war jetzt wirklich schon das letzte Level. Wenn das stimmen sollte, war das wirklich super kurz. Ich hoffe, es kommt noch so eine Bonuswelt oder so. Es war nämlich schon echt kurz. Ich meine, das Gameplay kannst du nicht vergleichen. Ich finde beide Spiele auf ihre eigene Art und Weise gut. Ich würde nicht sagen, der eine Teil ist besser als der andere. Ich finde beide gut. Kann man das so festhalten? Ich finde beide Spiele gut. Ja. Beat Belzebub und Complete Bestiary. Achievements. Ja. Secret Lab. 60% erst. Was? Secret Lab? Was geht hier ab? Was können wir erkunden? Aber lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Spiel haltet in den Kommentaren. Hä? Unity Crash? Hä? Was? Der Secret Lab waren nur die Freunde, die auf dem Weg gemacht haben. Das Spiel ist aber gecrashed. Okay, aber das war so erneut. So. 60%. Hä, stand ich vorhin 61%? Hey, was soll das?
Ne, hier steht 61%. Hier war sowas erneut. Secret Lab. Bitte nicht crashen diesmal. Bitte? Ja. Oh. Okay, ich weiß, es war ein Slug. Hab das Problem behoben und jetzt sollte es 100%ig laden. Wenn nicht, dann können wir nicht weiter spielen, weil jetzt muss es laden. Und das tut es hier mit so mit auch. Nam, nam, nam. Mann, mag ich dieses Loading Screen. Und da sind wir. Was zum? Sieht cool aus, wie es so rangezoomt ist. Das scheint mir wie ein riesiges Bonuslevel. Fast 2000 Münzen. Und warte mal, ich muss das Speedrun hier später? Oh mein Gott. Ah, nun, hallo, da kleines Punk. Renata meine ich. Sorry. Was geht ab, Fluffies? Nun, du siehst ja diesen Ort hier und dieser Ort hier ist mein geheimes Labor. Hier habe ich alles hergestellt, alle Vehicles und die Ritualmaschine habe ich hier researched. Wow, wirklich beeindruckend. Meine Eltern hätten das hier geliebt, hätten sie es gesehen. Ja, es ist wirklich beeindruckend. Und ich bin auch sehr schlau. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht, als ich Beelzebub wiederbelebt habe. Also ist jetzt dieser Ort ein bisschen gefährlich. Und kannst du an meinen Hauptcomputer gehen und hier alles fixen, bevor alles in die Luft geht? Danke. Was? Wie? Okay. Das kommt aus dem Nichts. Ehrlich gesagt, ich finde das voll cool, dass es rangezoomt ist im letzten Mal. Schade. Aber ich mochte das. Das sah cool aus. Okay, also wir haben folgendes Problem. Er hat einen Fehler gemacht, als er das alles hier researched hat. Und jetzt müssen wir ganz schnell zu seinem Main-Computer. Ansonsten wird hier alles in die Luft gehen und es ist verloren mit uns. Wir sind verloren. Wir haben dann verloren. Also sollten wir uns Mühe geben, sein Secret Lab auseinanderzunehmen. Er will das ja so. Jetzt braucht er das sowieso nicht mehr. Hat er uns ja erzählt. Oh mein Gott, knapp. Oh mein Gott, ich war zu voreilig. Ich hätte warten sollen. Oh no. Ich mag aber diesen Rauch im Hintergrund. Dieses Grünliche überall. Boing, boing. Ich hoffe aber, hier sind relativ viele Checkpoints. Aber ich sehe auch gerade, so lang ist vielleicht das Level auch nicht. Weil ich jetzt schon über 200 Münzen habe. Vielleicht waren die 2000 Münzen nur so als, ja, daran erkennst du, wie viel Geld du hier machen kannst für deine Sammlung. Und wenn das so ist, war das cool. Immer wieder in das Level reinzugehen, um Geld zu farmen, sag ich mal. Not bad wäre das. Das wäre not bad. Oh Gott, was geht hier ab, ey? Muss dann richtig aufpassen. Boing, boing. Und weg. Puh. Oh Gott. Rüber! Nein! Stopp! Das hat nicht geklappt. Da kann ich nicht rüber. Aber kann ich darüber? Nein. Was? Wie jetzt? Okay. Jetzt warte mal, was? Das schaffe ich nicht. Nein, den Jump schaffe ich nicht. Habt ihr gerade gesehen? Oh mein Gott, und das dann gleich Speedrun-mäßig und Deathless. Also, ihr seid doch krank. Ja, ihr seid doch krank. Wer schafft denn sowas? Okay, ich muss es schaffen, ne? Ja, gut. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich mach da irgendwas falsch. Ich muss da irgendwie anders durchkommen. Schaffe ich es hier rüber auf das Ding? Oh mein Gott, das schaffe ich! Hä? Das geht? Okay. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das schaffe ich nicht von der Reichweite her. Ja, hier ist noch ein Checkpoint. Sehr nett. Noch netter wäre es, wenn ich hier ganz einfach da rankommen würde. Ich trick's das Spiel komplett aus. Das Spiel kann nichts dagegen tun. Spider-Man. Weiß nicht, ob ich Spider-Man gesagt habe, aber ganz cool. Also ich glaube, ich muss da gar nicht lang. Hier. Aber ich mach's trotzdem mal. Weil ihr könnt ja trotzdem noch Münzen sein, seht ihr? Die hätte ich jetzt sonst verpasst. Und dann wäre es ärgerlich gewesen, weil ich will jetzt wirklich gerne alle Münzen haben. Hey, warum ist das nur auf Zeit? Hört ihr das? Tick-Tack, Tick-Tack. Warum ist es nur auf Zeit? Jetzt ist es weg. Hm.
Okay, da hinten habe ich noch einen Hut gesehen. Rechts irgendwo habe ich ihn gesehen. Boing. Bam. Aufpassen, nicht runterfallen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Nicht so schlimm, aber ein bisschen schon. Boing. Ganz langsam, ganz gechillt. Wir haben genug Zeit. Die Folge hat ja gerade erst angefangen, gefühlt. Ja, ich sag extra gefühlt. Okay, okay. Oh, da kann ich nicht lang. Ups. Was ist das? Ein Roboter? Eine Maschine? Irgendwas, was ich wegsprengen kann, auf jeden Fall. Weiß nicht, mögt ihr vielleicht Technologie kaputt machen? Wegsprengen? Es gibt Leute, die kaufen sich extra teure Sachen, nur damit sie es kaputt machen. Ich meine, so. Die reichen Leute können sich das leisten. Ich weiß nicht, ich finde das immer richtig seltsam und unangenehm, wenn ich sehe, wie jemand... Habe ich einen Checkpoint gehabt? Nein. Mann! Jedenfalls, ich finde es immer sehr seltsam und unangenehm, wenn ich so Videos sehe, wo Leute, wo reiche Leute teure Sachen kaputt machen. Manchmal ist es lustig, ja. Aber manchmal denke ich mir auch so, musste das jetzt sein? Weil manchmal ist es nicht lustig, manchmal ist es wirklich einfach unangenehm. Du musst nicht alles kaputt machen, nur weil du es kaputt machen kannst. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, trifft er mich hier? Bin mir nicht sicher. Okay, warte, ich habe hier aber Sachen eingesammelt, wie es scheint. Oh mein Gott, Checkpoint, oh mein Gott, diesen Checkpoint. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Gegner. Oh mein Gott, was bin der da? Ey! Warum sind so viele Hüte? Ich finde das halt mega unnötig, wenn man da zwei Hüte nebeneinander hinsetzt, weil... Naja, wozu brauchst du das? Ein Hut halte ich komplett voll. Da brauchst du nicht einen zweiten. Ja, okay, es sieht vielleicht cool aus, so symmetrisch und alles, aber... Dennoch. Unnötig. Keine Ahnung. Boing. Warte, ist hier was? Muss nachchecken. Nee, scheint nicht. Scheint nicht, aber vielleicht scheint es morgen wieder. Nur heute ist Regen. Heute ist ein bisschen düster. Aber morgen scheint die Sonne. Dann ist das Level einfacher. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Oh Gott. Crazy. Okay, hat geklappt. Es hat alles geklappt. Alles war nach Plan. Perfekto, Elektro. Es läuft. Und wie es läuft. Es läuft einigermaßen. Muss ich hier lang? Also nein, ich muss nicht hier lang, deshalb ist das sehr gut, weil ich wollte da lang, wo ich nicht lang muss. Da, wo ich nicht hingehöre. Da gehöre ich nämlich hin. Ja. Wenn ihr das nicht verstanden habt, tja, dann, habt ihr es einfach noch nicht verstanden. Wird noch. Das wird nicht. Oh, ich kann sogar dagegen dashen, wenn ich am Rennen bin. Oh. Nett. Lerne ich das auch mal hier. Gefühlt am Ende des Spiels. Ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, das Ende des Spiels, aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an. Und ich frage mich gerade wirklich, ist das Spiel überhaupt noch so designt wie der erste Teil? In dem Sinne, dass es halt noch so eine Bonuswelt gibt und alles und dass man... Oh, ich muss den Schalter aktivieren. Oh. Also, dass es halt eine Bonuswelt gibt und dass man unter anderem auch einen Bossrush hat. Also langsam bezweifle ich, dass wir noch einen Bossrush bekommen. Ich hatte ehrlich gesagt Bock drauf. Ehrlich gesagt, ja. Mann. Das ist nicht einfach. Okay, einen Versuch mache ich noch, ansonsten cutte ich das. Komm schon, so schwer ist das halt nicht. Oh mein Gott. Was mache ich hier für Risikomanöver? Komm schon. Ich hab's. Oh mein Gott. Das lag glaube ich, immer daran, dass ich ein bisschen zu früh angedrückt habe. Somit halt ein bisschen zu früh gesprungen bin. Aua. Was geht da ab? Das sieht interessant aus hier. Boing, boing. Okay, rotierende Plattform, nichts Neues. Wo führt mich das hier hin? Oh nein, ich habe aber... Ah, warte, du machst kaputt. Danke, Mann. Boah, das sind 50 Münzen. Ich hab das mit 100. Ne, es sind 50, aber trotzdem viel. 50 sind trotzdem viel. Das macht trotzdem einen Unterschied in meinem Bank-Account. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich hätte schon gerne 50er mehr. Aber anderes Thema. Wo ist dann Vent?
warte, was soll ich machen? Schießen. Und schießen. Und schießen. Und springen. Und schießen. Und schießen. Okay. Wo bin ich? In der Luft. Gut. Haben wir es auch schon mal abgehakt. Ich bin in der Luft. Ich bin einfach Fly, Mann. Okay, läuft sehr gut. Oh weh, ich habe irgendwo was übersehen, Alter. Ich werde mich so hassen am Ende, wenn ich hier irgendwo eine Münze übersehe. Dann darf ich nämlich das ganze Level neu machen. Also komplett allem drum und dran. Vor allem, mir fehlen ja noch Sachen. Mir fehlt ja noch die Notiz. Und mir fehlt ja noch das Bonus-Level. Keine Ahnung, ob ich das schon übersehen habe. Weil ich bin ja schon bald am Ende des Levels. Das macht mir am meisten Sorgen. Ich bin ja schon fast durch. Also, keine Ahnung, Mann. Ich dachte, die schubst einen runter. Nein, die tun mir nur weh. Besser ist, ganz ehrlich. Ich komme mit 8 Leben klar. Laut Spiel ist es wohl nicht viel, 8 Leben zu haben. Aber doch, das fühlt sich wie viel an. Und damn, ich bin gestorben. Ich muss den Weg wieder neu gehen. Ah, oh mein Gott. Ich habe mich nicht getraut. Ich hab Angst. Mein Gott, ey. Ah, da. Huh. Okay, Boing. Boing. Easy. Das ist so einfach, es ist. So einfach, es ist. Okay. Achso, vielleicht war das Diary ja von dem Typen, der die, das Ritual gerade gemacht hat. Das kann sein. Weil da unten stand gerade irgendwas mit Ritual und Erstellen und alles. Das kann natürlich sein. Okay, daran habe ich nicht gedacht. So. Aber ihr müsst verschwinden, Freunde. Ihr müsst definitiv verschwinden. Euch kann ich ihn nicht haben. Und was wird das hier eigentlich? Oh mein Gott. Nein. Warte. Oh Gott sei Dank, hier war ein Checkpoint. Oh Gott sei Dank. Ey, das hier. Das Level zu machen, ohne einmal zu sterben. So gesehen, kein Checkpoint. Ey, das wird krank. Das wird absolut krank werden. Und ich Idiot, ich kann doch einfach so rüber. Aber sterbe trotzdem. Oh, doch nicht! Ich lebe noch. Mit meinem Artist Hat. Dieser Künstlerhut. Super. Na komm, ich bin durch. Es fehlt nicht mehr so viel Geld. Also bitte habe ich bisher alles. Dieses Gitter. Käfig hier. Ich bin doch kein Hamster, lass mich raus, Mann. Checkpoint! Nein! Warum ist hier noch ein Boss? Warum ist hier noch ein Boss? Alter. Und ich habe nicht alles. Mir fehlt das Bonus-Level. Egal, ich habe aber alle Münzen. Das reicht mir. Das reicht mir ehrlich gesagt für den ersten Durchgang. Warnung, Warnung. Ritual-Containment. Fehlgeschlagen. Evakuierung, sofort. Belzebub.exe? Das ist aber nicht Cyberbub. Oh, es ist einfach eine schwerere Version von ihm, oder? Leben. Getroffen. Oh mein Gott, die Attacke. Nein, es ist die aus dem ersten Teil. Oh mein Gott, es ist der aus dem ersten Teil. Ist es der? Gerade spielt er sich nämlich genauso. Nur die Raketen sind neu. Bam. Bam. Hallo? Was ist das? Okay. Oh mein Gott, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Habe ich so das Gefühl. Okay, aber ich mach ihm Schaden, auch wenn es wenig ist. Ich mach ihm Schaden. Boah, stellt euch vor, ihr seid den ganzen Weg bis hierher gekommen, ohne Tod. Und dann schifft ihr bei dem Boss. Ich hoffe, er ist nicht so schwer. Ich hoffe es wirklich sehr, dass er nicht so schwer ist. Boah, ich mach ihm so wenig Schaden. Was soll denn das? Wie viele Stunden soll ich bitte sitzen? Ah ne, es ist doch nur der erste Boss. Dieser Boss aus diesem Game. Genau. Bam, bam, bam. Nein, dein Leben. Aber das hat getroffen. Okay. Ja, aber die Attacke hat er doch vorhin nicht gemacht, oder? Vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich kann mich nur nicht erinnern. Bounce jetzt wieder. Der Bounce jetzt wieder. Oder Raketen. Was ist das? Laser. Okay, ne, der Laser ist in Ordnung. Der Laser ist absolut fein. So, komm mal auf. Boing, 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 boing. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Okay, aber fast die Hälfte. Wir haben nur einen Treffer getankt. Bisher. Das passt doch. Oder tanken müssen. Was auch immer. Junk, junk. Okay. Wo auch immer du die rausschießt, sieht ein bisschen weird aus, Kollege. Ach komm, der eine hat das geblockt. Die eine Rakete hat die andere geblockt. Habt ihr das gesehen?
Und jetzt? Was war das gerade? Da wollte irgendwas hier hinbauen, glaube ich. Okay, danke für die Raketen. Nett von dir. Aua! Was ist das? Oh, das Ding. Und noch ein. Und noch einmal. Oh nein, was? Wieso? Oh oh. Oh mein Gott, nein. Es ist doch eine Mischung aus beiden. Doch, es ist doch eine Mischung aus beiden. Das hat er vorhin nicht gemacht, das ist aus dem ersten Teil. Oh mein Gott. Wir kämpfen einfach gegen einen Virus. Belzebub-Virus.exe. Weil der heißt wirklich Punkt-Exe. Ja, Exe heißt ausführbar, aber es wird oftmals benutzt wie so eine Horror-Version von dem Charakter. Oh, Alter, das ist so mir. Gänsehaut, ey. Ich hab Schiss. Wenn ich das nur hören muss. Alter, jetzt kombiniert er alles. Oh no. Jetzt haben wir es aber gekriegt. Ja, ich will jetzt nicht mehr sterben, ne? Der Boss ist lang genug. Jetzt bounce er wieder. Hört er auf. Miau. Okay. Feuer. Feuer. Ja, komm. Sollen wir kreativer? Origineller? Origella? Oder einfach das? Das kannst du auch gerne machen. Hab ich absolut kein Problem mit. Aber bald beeilen. Sehr gut. Oh, oh, es läuft, es läuft, es läuft. Jetzt aber nicht schwächeln, nicht schwächeln. Ach so, man soll ich da eigentlich mit dem Frog Gun hinschießen, glaube ich. Hör, ich kann es doch kaputt machen. Was soll denn? Ich kann es doch kaputt schießen. Oh mein Gott. Der Bouncer. Der Bouncer ist gar nicht mal so nett. Da muss man aufpassen, da keiner im Off-Guard. Ja, wie auch immer. Ich bin da nicht hoch genug gesprungen, man muss mal einen vollen Jump machen. Auch wenn es nicht so aussieht. Also nicht immer einen vollen, aber mehr als nur einmal kurz drauf tappen. Nein! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Zwei Leben, aber er ist fast tot, er ist fast tot! Ich muss mir noch einmal eine Chance geben, ihn anzugreifen, habe ich gewonnen. Oh mein Gott, das schon wieder. Das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Da, kaputt, alles kaputt. Alles kaputt schießen. Okay. Hab's. Ist er tot? Ist er tot? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben den Secret Final Boss auch noch hier besiegt. Oh mein Gott. Immerhin, immerhin ein bisschen was geschafft. Immerhin. Okay. Das Level muss ich mehrmals spielen. Ich habe Angst. Debugger! Besiege Fragezeichen. Ja, okay, das war ein Secret Boss halt, ne? Das war's jetzt wirklich schon? Schon durch? Warte. Shop. Kriegen einen neuen Hut. Die verglitschte Krone. Fashionista. Wir haben alle Hüte gekauft im Spiel. Warum mache ich noch ein Achievement, wenn man 10 Bilder kauft? Deshalb. Hier, ich zeige euch hier ein paar Bilder, während ich sie kaufe. Ist doch ganz nett. Das sind doch die ganzen Bilder, die man überhaupt auch freischaltet, wenn man einfach nur das Spiel spielt. Sich anschauen kann, generell. Ich meine, manche von denen sind ein bisschen Spoiler, wenn man die hier sich schon vorher anschaut. Nicht so klug, aber ja. Gut, ich weiß nicht, ob die auch vorher schon angezeigt werden oder nicht. Aber es ist ganz nett. Auch so ein bisschen Concept-Art sieht man. Oder auch generell so einen anderen Art-Style immer. Das ist ein sehr cooles Bild. Hier nochmal ein richtiges Artwork. Das hier war das Bild vorher. Und dann hatten die dieses richtige Artwork. Porträts. Mein Gott, kann ich mehr reden. Oh, Alter, das ist riesig. Ja. Und nur noch ein paar Bilder. Oha, ich habe schon fast alles freigeschaltet. Holy moly. Okay, wie viel Prozent haben wir? Wir haben 71 Prozent, Freunde. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt noch schaue, dass ich hier anfange zu backtracken. Jetzt einzelne Level von Anfang bis Ende. Zumindest die ich machen muss. Ich muss natürlich erstmal schauen. Wo habe ich noch nicht alles? Hier zum Beispiel. Hier fehlt mir Speedrun und No Death. Machen wir's mal. Und ab geht die Post. First try. Hä, was bist du denn hier? Achso, der ist normalerweise hier, glaube ich. Der sagt einem, glaube ich, wie alles funktioniert. Es gibt mir die Ropes und so. Schnell ins Ziel mit der Krone.
der Angeberei-Krone. Wir sind so krass, Mann. Wow. Schaut euch das an. Man kann das Spiel theoretisch in unter 2 Stunden durchspielen und dann nochmal refunden. Falls ihr solche Leute seid, die es machen, könnt ihr ruhig machen, wenn ihr wollt. Ich habe keinen Grund dafür. Selbst wenn ich es wollen würde, was auch immer. Nein, das macht keinen Sinn. Selbst wenn ich es könnte. Ja, ich habe schon über 2 Stunden offensichtlich. Was? Das war nicht schnell genug? Oh, jetzt hast du mich herausgefordert. Oh, hier habe ich Zeit gespart. Skip, skip, skip! Idiot! Jetzt habe ich 1 Sekunde verloren. Wehe, das reicht nicht. Man braucht genau 30 Sekunden. Oh, okay, unter 35 Sekunden. Das heißt, ich habe nur 1 Sekunde zu lang gemacht vorhin. Gut. Damit haben wir das Level zum Beispiel. Das erste Level des Spiels. Zu 100% abgeschlossen. Ding, Speedrunner und Perfectionist Achievements. Yeah! Great! Moving on. Oh, ich sehe gerade, wir können noch mal direkt 2 weitere Achievements machen. Wir fehlen noch 3. Eins davon ist, mach 100%, klar. Und die anderen beiden sind einmal ein Foto von der Szenerie hier machen. Warum bewegt sich von der Leute? Hilfe. Also, machen wir mal ein nettes Foto mit meinem besten Freund. Yeah. Warte. Yeah. Wie mache ich ein Selfie? Wie ducke ich? Ey. Left Shoulder. Oder ich drücke den Screenshot-Button auf Tastatur. Wenn ich den finden würde. Welcher war's? Welcher war's? Welcher war's? Der war's. Hat das geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Seltsam. Jedenfalls, das andere Achievement wäre, ein Level zu schaffen, ohne einen einzigen Gegner zu besiegen. Ich habe aus Versehen, glaube ich, für eine Fliege besiegt. Das wollte ich jetzt auch gar nicht. Nein, leider, im Hintergrund war eine weiße Fliege. Hab ich noch nie gesehen. Null. Ja, jedenfalls versuchen wir mal, keinen Gegner zu schaden. Wir gehen jedem Gegner aus dem Weg. Versuchen zumindest mal. Aber doch, ist ja super einfach im ersten Level vor allem. Zack. Das war's schon. Ja. Nächstes Achievement. Ready. Let's go. Sand in the Boots. Hier fehlt mir Speedrun. No Death. Was ist das? Also los, Speedrun wird das hier, No Death. Meisten Level habe ich leider schon wieder zum Großteil von der Struktur her vergessen. Heißt, das wird ein bisschen dauern. Und ich darf da wieder neu starten. Geil. Ja, hier muss ich leider warten. Das war jetzt ein bisschen blödes Timing. Vielleicht hätte man es auch besser machen können, bin mir nicht sicher. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Und übrigens, ich darf Treffer nehmen. Ich darf nur nicht sterben. Das ist das Ding. Das ist die Sache. Die Challenge. Also nicht, dass irgendwer sagt, hey, wie hast du das bekommen? Okay, das sagt niemand, aber trotzdem. Ich will es trotzdem einfach klarstellen. Auch wenn ich es nicht brauche. Hey. Let's get up. Wir feiern die ganze Nacht. Jetzt. Wir sind durch. Unter 5 Sekunden. Das muss reichen. No Death unter 5 Sekunden. Please, 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 please. Was? Was? Das hat nicht gereicht? Wie? Retry. Warte, war ich jetzt das No Death? Na egal, jedenfalls. Übrigens, No Death kann sehr gut helfen, sogar in Speedruns. Also, wenn du hier so einen Speedrun machst. Weil, wenn du einen Checkpoint berührst, dann wird das gezählt als. Ja, du hast die Zeit abgespeichert hier. Wenn du jetzt stirbst, dann werden wir ab dem Zeitpunkt wieder weitermachen. Also spurst du so gesehen zurück dann. Was sehr nice ist natürlich. Hey. Ah. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich stelle mich ein bisschen besser an gerade. Na, 46 Sekunden. Ja, es war besser, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Ich glaube, ich muss unter 45 Sekunden, oder? Ah. Wie mache ich das? Wo speichere ich? Wo save ich da? Über 1 Sekunde. Hey, how? Geil. Sehr guter Anfang.
Ah, so immer gegen die Wände schießen. Hey. Und dann komme ich auch hier mit rein. Ah, dann komme ich auch da mit lang. Hä? Was denn? Hä? Was war da gerade? Hä? Was? Okay. Zack. Seht ihr, was ich meine? Jetzt bin ich jetzt schon hier. Warten muss ich ja dann trotzdem. Ist ja trotzdem doof. Aber hey, ich glaube, das alleine war schon genug. Um genug Zeit gespart. Andererseits, so viel besser bin ich ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Jetzt muss ich hier warten. Nee, das reicht nicht. Versaut. Nee, das war ich nicht mehr abspeichern hier. Nee, warte mal. Mir fällt was ein, was ich machen kann. Ach man, bitte fall noch nicht runter. Girl, Renata, komm schon. So, Double Jump hier rüber. Hoch da. Bam. Ah, fast, aber das ist die Idee, das ist die Idee. Da spart man die meiste Zeit, glaube ich, mit. Was habe ich gemacht? Okay. Ich musste nochmal, obwohl ich schon im Ladebildschirm war, nochmal in den Ladebildschirm reingehen. Weird. Anyways. Zack. Hat das Zeit gespart? Wahrscheinlich nicht. War es trotzdem cool zu machen? Ja. Auf jeden Fall. Oh, hier habe ich schon Zeit gespart jetzt. Komm schon, das muss doch jetzt der Run sein, Mann. Guck mal, ich bin hier unter einer halben Minute schon da, an diesem Punkt. Vorher war es nämlich bei einer halben Minute immer. So, und jetzt bin ich schon hier. Ja, so viel besser, so viel besser. Und unter 40 Sekunden, also wenn das nicht Weltrekord ist, dann ist es kein Weltrekord, aber es ist auf jeden Fall genug. Jetzt hätte ich nur wirklich gerne gewusst, muss man unter 40 Sekunden, also war das alles perfekt richtig, oder kann man auch unter 45 Sekunden? Hätte ich das dann schon gerne noch gewusst. Aber, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wo wir alles durchgrinden, jedes einzelne Level Speedrun-mäßig und No-Death-mäßig und natürlich letzte Münze-mäßig nochmal durchspielen mit einem goldenen Rahmen, wie ihr da unten gesehen habt. Haben wir noch genug Geld für alle anderen? Nee, haben wir nicht. Aber wir können es ein bisschen hier noch anschauen. Das ist zum Beispiel ganz nett. Oder der hier. Der hier. Ja, der ist ganz nett. Mehr Geld habe ich nicht. 75%, drei Viertel. Let's go.